So, herzlich willkommen hier wieder mal mit ein bisschen Rumgeheule beim wieder immer noch über 30. Part. Ich mache hier gerade eine Mega-Session, bin gerade irgendwie schon so seit 3 Stunden am Aufnehmen. Und hoffe, dass der gute Mann hier nicht einfach so den Löffel abgeben wird in der nächsten Zeit. Fände ich ein bisschen unpraktisch. Beziehungsweise ganz blöd. Euer Ehren. Ohne Zögern. Hier, die Stadt wird runtergehalten. Hier musste ich doch keinen Ausfall mehr machen. Schmeiß die Taverne weg. Danke. Metellinum. Also, ich komme in der nächsten Runde easy. Scheiße, in 2 Runden komme ich jetzt an die Stadt. Der könnte es in 2 Runden schaffen. Ups, das ist doof. Ja, starten wir die nächste Runde einfach mal. Mal gucken, was so hier passiert. Alles klar. Die Sküter mögen die Germanen wirklich nicht. So viel ist sicher. Aha, dann kommen die an mir nicht vorbei. Ne? Das ist top. Wenn ich mich hier hinstelle, kommen die an mir nicht vorbei wegen der Einflusszone. Und können somit Cordoba nicht belagern. Top. So, Parthen, Armenien im Krieg. Oh, ja, bekämpft euch da. Macht es den Scipion noch leichter. Ach, Karthago, Britannien. Mit den anderen Fraktionen ist es einfacher, die Römer schnell platt zu machen, muss ich ja sagen. Warum ist es leichter? Weil man mit ihnen direkt den Krieg erklären kann, beziehungsweise die erklären einem mega sehr früh den Krieg. Ja, ist blöd, wenn das halt nicht stimmt, wenn man das nicht kann, weil man mit ihnen verbündet ist. Ja, das ist doof. In der Karthago wurden Bauern rekrutiert, das ist okay. Patavium ist ein Hippodrom entstanden. Hier ist noch gar keine Arena. Ah, ja. Wenn er spricht, tragen seine Worte die Weisheit der Götter zu ihren Zuhörern. Top. Bauen wir also einen Schmied. Wobei, nee. Ach doch. Mach den Schmied. Okay, das war das eine. Numerus Criticus, Bibliothekar. Ja, ist doch schön. Agent entdeckt, konnte aber fliehen. Ja, war klar. Die können ständig fliehen. Diese Wichser. Ja. Okay. Ach so. Ich wollte noch diese eine. Ach, ich wollte eine letzte Runde, wollte ich eigentlich angreifen, habe ich ganz vergessen. Entschuldigung, habe ich wirklich total verpasst. So, jetzt greifen wir aber an. Wollte das jetzt nicht. Ja. Wir greifen an. So. Und schauen mal, wie das so läuft. Upsala. Entschuldigung, ich war gerade kurz abgelenkt. Ein Kumpel hatte mir gerade ein Video geschickt, das hätte ich mir eigentlich gar nicht angucken dürfen. Es tut mir sehr, sehr leid. So. Benutzt den Rambock! Ich übertreibe überhaupt nicht! So. Sind alle eigentlich soweit gut sortiert.
So. Achso. So, 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 so. Meine schönen Bogenschützen habe ich auch. Ja, die sind wichtig gegen den Streitwagen. Ja, Bonus gegen Elefanten und Wagen. Super. Aha. Dann starten wir mal. So. So. Tut mir leid, dass es jetzt so ein bisschen laggt, aber ich würde das gerne schnell durchkriegen. Und unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie sie niederrammen. Was machen die da? Das feindliche Tor ist durchbrochen. Unser Rastock hat gute Arbeit geleistet. So. Die römischen Ingenieure triumphieren erneut. Ja. Die Mauern sind gefallen. Befehlt euren Männern den Vormarsch zum Sieg. Ja, das ist so ein scheiß Dorfaufbau, ganz ehrlich. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Ja, ja, bla bla bla. Ja, ja. What the fuck? What the f- Lob sei. Der feindliche König wurde getötet. Dadurch werden seine Anhänger ins Zweifeln geraten.
So. Verzeihung, ich habe wieder nichts gesagt, aber dass er da jetzt mit dem Wagen tatsächlich so rausgekommen ist, hat mich ein bisschen Also sie wollen schießen. Super, dann sind die schon mal weg. Ach ja, dann können meine Leute ja schießen. Der Feind. Ach komm, scheiß drauf. Rom verlangt Zack. Von Feldherren Siege. Und die. Und dieser Tag ist für uns klarer Sieg. Ja. So sehe ich das nämlich auch. Es ist ein klarer Sieg und ich verletze meine Leute, die Bevölkerung jetzt nicht. Fände ich dumm. Weil da sind gerade so schön 2000 zusammengekommen. Das würde ich jetzt einfach nur gerne ausbauen und damit wäre ich dann schon glücklich. So. Soll erstmal ein bisschen weiter wachsen. Britannia. Steigerung der Handelsgüter. Ja, sorry. Leider nicht. Ach du Scheiße, was ist da denn schon wieder los? Boah, wie mir das manchmal echt auf den Keks geht mit diesen perfekten. Achso, ich glaube, wir machen das jetzt 12 Minuten. Ich weiß es nicht. Ja, 12 Minuten dürften es sein. So. Die haben auch keine Ahnung, was sie machen wollen, ne? Die haben auch keinen blassen Schimmer. So, beenden wir diese Runde und schauen, was passiert. Ich kann natürlich durchgehen und alle Provinzen aufkaufen, aber das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache. Also vor allem Sinn der Sache. Das will ich einfach nicht. Finde ich für mich zu blöd. Das will ich einfach nicht. So, ich versuche das da aufzukaufen, wobei das wohl sehr schwer sein wird. Jetzt habe ich, sind hier wieder. Ey, das ist doch nicht wahr. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist. Ja, mein Besitzer, ich sehe nichts, was da drum ist. Das ist. So, Krieg, Bruti, Makedonien, Protektorat, Ägypten, Pontus, ja. Irgendwas da wird vielleicht so eventuell bestimmen. Ja. Die Scipionen rücken vor. Die Skippies rücken vor. Da ist, irgendwas überflutet worden. Bauern in Neukarthago. Also, ja. Ausbauen ist ja gleich. Ne? Senatsposten erhalten. Konsul und Prätor. Ereignisse einer Seite. Matuginus, der war okay, hä? Galizien. Galikien eigentlich. Der da, okay. Luca Julius. Ah, interessant. Hat er irgendwas drauf? Der sieht fett aus. Er ist sparsam. Vertrauenswürdig. Politikanwärter, besessener Sport. Ja, ist eigentlich gut. Ein guter Statthalter halt. Und sonst nichts. So, was seid ihr denn da? Ach, ihr seid diese Trottel. Suche nach Hinweisen. Oh, was ist das denn für eine Armee? Ja. Na, die lasse ich da, ehrlich gesagt. So, Baubericht. Aretium. Farmgemeinschaft gebaut. Okay. 1% lasse ich jetzt. Ariminum ist Akademie fertig. Arena wird gebaut. Dann Narbomatius. Der Schützenplatz ist fertig. Fahren wir mit dem Jupiter-Tempel fort. Kondate, da ist der Markt endlich durch. Schmied wird
gebaut. Ach komm, hier Bireme. Achso, ja, Abnova. Fernkampfwaffen plus 1. Ja. Willst du aber abpassen? Jupiter, komm. Sakondate. Neukarthago. Okay. Kann ich wieder hoch machen? Super. Freut mich. Schiffswerft wird hier gebaut. Unser Marobriva. Oder Samarobriva. Eigentlich Samarobriva. Ja. Damit ist dann auch hier alles soweit erledigt. Weiß nicht, was ihr da vorhabt, aber ich habe jetzt vor. So. So schön hier fett. Ah, warte. Kann ich noch einen bauen? Nein. Ach, schade. Nee. Edler Meister, ohne Zögern. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Oh. Die haben. Ihr meint jetzt ernst gegen Numidien oder wie? Oder wie oder was? Das kann's ja. Das kann ich ja fast ja schon. So, normaler Steuersatz bitte. Alles klar. Kann ich etwas tun? Ja, aufkaufen. Stechung über 10.000. Ja. Okay. Ist aber egal. Wie sieht es denn da aus? 22.000, 25.000, ja. Ich weiß, da sind das. Ich runde immer ab, auch wenn ich aufholen würde, die Differenz bleibt gleich. Also. Ist ja egal, ne? So, ich habe keinen Bock, dass die ständig hier und hin und her laufen. Das geht mir tierisch auf den Keks. Und die gehen mir auch tierisch auf den Keks. Ich brauche hier schon mal einen Diplomaten. Damit ich die dann aufkaufen kann, wenn's dann soweit ist. Los, Schieße. Ja, das sind viele Truppen, beziehungsweise viel Mann, eine ordentliche Anzahl an Truppen. Aber das sind schlechte Truppen, das ist das Problem. Es sind halt schlechte Truppen. Kalpornus. So. Leute. Sagen wir rücken aus. Nochmal. Achso, warte. Hier. Zack. Und. Okay. Ja. Imperator, verlasse die Armee. Okay. Na, vorsichtshalber packe ich da zwei Truppen rein. Ich meine, ich habe das Geld eh, also. So. Alles klar. Oh, wir sollten. Die Zeit ist eigentlich rum. Das war jetzt. Das war jetzt blöde von mir. Freunde, Römer, Landsleute. Nee. Ja, schon besser. Es regnet zwar immer noch, aber sei es drum. Halb so schlimm. So, ich kann nur mit denen hier vorgehen. Und halt mein General. So, alle anderen sind unbrauchbar, absolut unbrauchbar in diesem Kampf.
Die werden alle nur weggemetzelt. Auch meine Kavallerie. Die wird auch nur weggemetzelt. Das, weil die könnte ich mitnehmen. Sollten die sich zurückziehen. So. Sie nicht sollten, sondern wenn, sobald sie sich zurückziehen. Wo sind die? Da sind die. Na, mal sehen, was machen die? Im Moment machen die noch nichts. Sie drehen sich einfach nur mit. Ich bin halt ein bisschen gespannt. Erreichen meine Bogenschützen die schon? Nein. Alles klar. Aber sehen auch echt mächtig aus, ne? Muss man auch einfach so sehen. So, pass auf. Muss man echt sagen, die sehen echt stark aus. Und sie sind auch stark. Ja. Wobei, nee, du bleibst stehen. Okay. So, weiter geht's. So. Das ist eigenartig. So, was machen die? Das ist ziemlich dumm. Nee. Ja, was passiert hier denn jetzt? Oh Mann, ich überziehe schon so hart, das ist so. Na los! Was passiert jetzt? Was machen die? Ist hier noch irgendwas Interessantes? Weil im Moment ist es halt nur dieses stumpfe Abschlachten. Achso, hier, fuck. Ihr habt doch noch Dinger, ne? Denkt dran. Die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Ja, seht ihr, so macht man das.
Ah ja. So. Und dann mache ich dann wieder auf dreifache Geschwindigkeit. Dies ist ein heroischer Sieg. Der Römer. Würdig, ja, ja. Und null Soldaten verloren. Oh ja. So, aber an der Stelle bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Es hat mich mega wieder gefreut, für euch aufzunehmen. Ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt Let's Play Rome Total War. Und dann gehen wir wieder weiter gegen die Briten vor. Wir werden Cordoba einnehmen. Oder Cordoba. Cordoba. Ja, was erwartet uns weiterhin noch? Vermutlich irgendwann demnächst Krieg gegen Ägypten. Denn die sind immer sehr expansionslustig, besonders hier in diese Richtung. Ja, und irgendwann auch endlich Krieg gegen Rom. Die Eroberung von Rom. Also ich denke, wir sollten zwei Fullstack-Armeen hier haben. Wie sieht es hier aus? Das dürfte schon sehr bald soweit sein. Hm. Ja. Alles klar. Und ich kann es nicht klein. Ich kann das einfach nicht geringer machen. Ich kann es nicht verringern. Okay. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Part, euer Hasana. Ciao!